Hier sind 61 Minecraft-Geheimnisse, die du noch nicht kanntest. Nummer 1. Dias zu finden ist immer sehr erfreulich, aber kennst du schon die größte Dia-Ader in Minecraft? Was glaubst du, wie groß ist sie? 10 Erze? 20 Erze? Es ist tatsächlich so, dass die größte Diamantenader aus unglaublichen 48 Diamanten besteht. Das passiert nur an den Stellen, an denen 4 Chunks aufeinandertreffen und gleichzeitig in jedem der 4 Chunks in der gleichen Ecke Dias erzeugt werden. Die Wahrscheinlichkeit, auf so viele verbundene Dias zu treffen, ist also extrem gering. Nummer 2. Anders als normale Skelette haben die Wither-Skelette keine Bögen und können daher keine Pfeile schießen, sondern greifen uns nur mit ihrem Schwert an. Aber das können wir ändern. Mit diesem Befehl hier können wir ihnen einen Bogen geben, den sie sogar benutzen und mit Pfeilen auf uns schießen werden. Obendrein schießen sie sogar brennende Pfeile auf uns. Haben wir nicht schon genug Feuer im Nether? Hilfe! Nummer 3. Strider können gesattelt und in der Lava geritten werden. Baby Strider sind da schon ein wenig anders. Denn obwohl sie gesattelt werden können, können wir, wenn wir auf ihnen sitzen und sie mit einer Wirbelsrute in die Lava locken, nicht von der heißen Lava geschützt auf ihnen reiten und man fängt sofort an zu brennen. Der Grund dafür ist, dass der Strider einfach viel zu klein ist und unsere Hitbox die Lava berührt. Nummer 4. Eine Sache, die du sicherlich noch nicht mit Ketten gemacht hast, ist sie als Verteidigungsmethode gegen Feinde einzusetzen. Genauer gesagt gegen Feinde, die unser Haus in die Luft jagen wollen. Wenn wir sie nämlich genau so vor unserem Haus platzieren, sind wir besser vor Explosionen geschützt. Die Ketten sind dafür perfekt geeignet, denn auch wenn sie relativ günstig sind, halten sie Explosionen genauso gut stand wie die Eisenblöcke. Bringt also die Ketten an eurem Haus an, wenn ihr es besser schützen wollt. Nummer 5. Hast du jemals diese seltsamen Symbole auf dem Enderkristall bemerkt? Auch wenn es so aussieht, als ob die Zeichen keine besondere Bedeutung haben, haben sie doch eine. Wenn wir uns den Kristall in der Mitte genauer ansehen, können wir auf jeder Seite einen Buchstaben erkennen, die zusammen das Wort Mojang ergeben. Nummer 6. In Minecraft sahen die Bäume früher nicht so aus, sondern so, dass das Laub in der Luft schwebte, ohne zu verschwinden. Selbst wenn wir damals den Stamm des Baumes entfernten, verschwanden die Blätter nicht. Der Grund dafür war, dass das Spiel nicht erkannte, dass der Stamm fehlte und so entstanden diese seltsam aussehenden Bäume. Nummer 7. Eine coole Sache, die du wahrscheinlich nicht wusstest, ist, dass Hexen sich gegenseitig angreifen, aber nicht töten können, weil der Heiltrank sie nicht mehr heilt als der Schaden, den sie voneinander bekommen. Um sie dazu zu bringen, sich gegenseitig anzugreifen, spawnst du einfach mehrere Hexen nebeneinander und lässt sie einen anderen Mob angreifen. Dabei können sie versehentlich sich selbst angreifen und in dieser Schleife gefangen sein, in der sie immer wieder versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Nummer 8. Pferde gibt es in Minecraft seit der 1.6, aber sie wurden nicht von den Entwicklern programmiert, sondern von einem Spieler. Tatsache ist, dass ein Spieler einen Pferdemod erstellte, der den Entwicklern so gut gefiel, dass sie Pferde dauerhaft in Minecraft integrierten und sogar das Aussehen und die Textur des Mods übernahmen. Nummer 9. Die wandernden Händler sind nicht nur cool, nein, es gibt auch etwas, was du nicht über sie wusstest. Man kann die Lamas mit Strohbällen züchten und sie tragen die gleiche Kleidung wie ihre Eltern. Eigentlich seltsam, aber hey, ist das nicht niedlich? Nummer 10. Minecraft liebt es, heimliche Anspielungen auf andere Spiele zu machen. Zum Beispiel das Verhalten der Magier, wenn sie ein bestimmtes Schaf sehen. Weird. Wenn Magier nämlich ein blaues Schaf sehen, verwandeln sie es in ein rotes. Sie heben ihre Hände hoch und machen ein Geräusch. Warum sie das tun? Der Grund ist, dass das Verhalten des Magiers aus dem Spiel Forge of Empires stammt. Dort schießen die Mönche auf ihre Gegner, machen dabei das gleiche Geräusch und färben den Gegner von rot zu blau. Dir gefällt das Video? Dann lass jetzt schnell ein Like da und abonniere unseren Kanal für noch mehr coole Videos. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Nummer 11. Fische können nur unter Wasser atmen. Aber was passiert, wenn sie an Land sind? Nun, dann sieht es so aus. Die Fische hüpfen so lange auf und ab, bis sie, sterben. Mit Schleimblöcken können wir sie dabei noch viel höher springen lassen. Schaut mal, wie hoch sie kommen. Das sollten mehr als 15 Blöcke sein, oder? Nummer 12. Die Creeper haben eine geheime Vergangenheit. Sie sollten nicht im Spiel sein und wurden versehentlich integriert. Die Entwickler haben nämlich eigentlich versucht, Schweine zu programmieren, aber die Dimensionen und die Form falsch eingestellt, sodass ein längliches Schwein dabei entstanden ist, das aufrecht gehen konnte. Sieht das nicht echt lustig aus? Glücklicherweise haben sie die Textur in die uns heute bekannte Creeper-Textur
Natur geändert. Nummer 13. Axolotl kommen nur in den üppigen Höhlen vor und sind selten, wobei die blauen die seltensten von allen sind und praktisch nie gefunden werden. Es gibt jedoch einen Axolotl, der so selten ist, dass du ihn im Spiel garantiert noch nie in freier Wildbahn gesehen hast. Im Caves and Cliffs Trailer siehst du einen grünen Axolotl aus dem Wasser springen. Dies war eine frühe Version des Axolotls, die nie in eine Minecraft-Version integriert wurde. Nummer 14. Den ursprünglichen Apfel, den wir in den früheren Versionen gesehen haben, stammt aus einem anderen Spiel. Notch, der Gründer von Minecraft, hat den Apfel ursprünglich für sein Spiel Legend of the Chambered entwickelt und ihn dann einfach in Minecraft übernommen. Nummer 15. Teppiche und Moosteppiche können auf wirklich alle Blöcke gelegt werden, also auch auf Falltüren, Ketten, Setzlinge, Knöpfe, Druckplatten und sogar Lava. Hast du dich schon einmal über einen Lavasee mit Moosteppich gebaut? Wahrscheinlich nicht. Das ist auch gar nicht mal so einfach, denn wir müssen den Teppich direkt an den anderen anlegen, was nicht nur schwieriger ist, sondern auch die Gefahr, in die Lava zu fallen, deutlich erhöht. Nummer 16. Die Illusionisten gehören zu den ungenutzten Spielelementen und sind nicht nur richtig gefährlich, vor allem wenn wir sie angreifen und sie sich verdoppeln, sondern auch verbuggt. Schaffen wir es, sie in ein Boot zu bekommen und greifen sie an, teilen sie sich und sind nicht mehr im Boot, sondern stehen auf einmal auf dem Wasser, was wirklich verrückt aussieht. Aber noch seltsamer wird es, wenn sie versuchen, uns anzugreifen, denn sie können ihre Pfeile in unsere Richtung schießen, auch wenn sie nicht in unsere Richtung schauen. Wie ist das überhaupt möglich? Aua! Nummer 17. Im ursprünglichen Minecraft-Trailer, der 2011 herauskam, gab es etwas, das nie in das Spiel integriert wurde, nämlich diese Variante der Steves, die nie als Standard-Skin-Variante im Launcher erschien. Dieser Skin existiert also wirklich nur für ein paar Sekunden im ersten offiziellen Trailer von Minecraft. Ach ja, könnt ihr euch noch an den Trailer von damals erinnern? Schreibt's mal in die Kommentare. Nummer 18. In der Entwicklungsphase von Minecraft sollte das Ende eine Himmelsdimension sein und aus vielen kleinen Inseln bestehen. Die Skylands, wie diese Dimension genannt wurde, sollten das Gegenstück zum Nether sein, wurden aber leider aus technischen Gründen nie umgesetzt. Aber hier oben sieht es auf jeden Fall ganz cool aus. Nummer 19. Mit Schallplatten und einem Plattenspieler können wir ein sehr gruseliges Geräusch erzeugen, das du in Minecraft wahrscheinlich noch nie gehört hast. Dazu spielen wir 3 Schallplatten gleichzeitig ab. Wenn wir die Schallplatte mit der Nummer 5, 11 und 13 nach jeweils 5, 11 und 13 Sekunden nacheinander in den Plattenspieler legen, wird plötzlich dieser gruselige Sound abgespielt. Oh je, das ist ja mal mega gruselig. Machen wir schnell weiter mit der Nummer 20. Es ist nicht möglich, mehr als 24 Mobs in einem Block zu platzieren. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, einen 25. Mob im selben Block zu spawnen, stirbt ein anderer. Aber bei Fledermäusen ist das ein bisschen anders. Die können nämlich unendlich oft in einem Block platziert werden und sterben dabei nicht. Das ist seltsam, aber auch irgendwie lustig. Denn es ist möglich, Hunderte oder Tausende von ihnen in einem einzigen Block gefangen zu halten. Und sobald wir sie freilassen, ja, ihr seht es. Wow, das ist eine Menge. Nummer 21. Kreaturen aus dem Nether mögen kein Wasser. Das gilt auch für die Lohn. Die sterben im Wasser nämlich schon nach kurzer Zeit. Bei einem Mob aus dem Nether scheint es jedoch anders zu sein. Magmawürfel. Sie erleiden im Wasser keinen Schaden und scheinen das Wasser nicht wirklich verlassen zu wollen. Nummer 22. Mit einem Unsichtbarkeitstrank können wir uns unsichtbar machen, aber unsere Rüstung und die Gegenstände, die wir in der Hand haben, sind dabei immer noch sichtbar. Wir sollten also darauf achten, keine Rüstung zu tragen und nichts in den Händen zu halten. Dann sind wir völlig unsichtbar und werden von niemandem, fast niemandem entdeckt. Die Zaubertische sehen uns nämlich trotzdem oder vielmehr die Bücher. Sobald wir uns ihnen nähern, öffnen sie sich nämlich. Nummer 23. Axolotl lieben Tropenfische und wir können sie damit füttern. Wenn wir einen gefangenen Tropenfisch in einen Eimer in der Hand halten, werden Axolotl uns folgen, aber sie mögen die bereits Toten nicht und wenn wir sie in der Hand halten, werden sie aufhören, uns zu folgen. Der Grund, warum sie nur Lebende und keine toten Fische fressen, ist, dass das echte Axolotl in unserer Welt auch nur lebende Fische fressen und die Entwickler das auch in Minecraft zeigen wollten. Nummer 24. Auf dem friedlichen Schwierigkeitsgrad können keine Mobs mehr spawnen und wir können uns nachts ohne Probleme in der Minecraft-Welt bewegen. Aber es gibt einen Mob, der uns auch in diesem Spielemodus angreifen und sogar töten kann. Und das ist das Lama. Wenn wir
wir nämlich ein Lama hauen, spuckt es uns an und wir erleiden Schaden durch die Spucke. Das Coole daran, wir können die Lama-Spucke auf das Lama zurückschießen, wodurch es verletzt oder sogar getötet wird. Nummer 25. Große Entfernungen überwindet man am besten mit einem Dreizack, der mit Sog verzaubert ist, einem Bogen, Pfeilen und Elytren. Zuerst schießen wir uns mit dem Pfeil ab, sodass wir den Effekt sanfter Fall bekommen. Dann schießen wir uns mit dem Dreizack in die Luft und sobald wir oben sind, fahren wir die Elytren aus. Auf diese Weise können wir lange oben bleiben und ziemlich weit fliegen, ohne je den Boden berühren zu müssen. Nummer 26. Füchse können im Wasser schwimmen. Das gilt jedoch nur für die Großen. Denn die kleinen Füchse schwimmen zwar auch, aber da ihre Schnauze unter Wasser ist und sie den Kopf nicht über Wasser halten können, überleben sie hier nicht lange und ertrinken leider nach kurzer Zeit. Nummer 27. Wusstest du, dass du dein eigenes Skalkbiom erstellen kannst, indem du Tiere neben einem Skalkblock tötest? Das liegt daran, dass Tiere oder Mobs, die wir umbringen, EP fallen lassen und wenn sich ein Skalkblock in der Nähe befindet, wird dieser Block, auf den die EP fallen, zu einem Skalkblock. Wenn wir also viele Mobs töten, indem wir sie mit einem Befehlsblock auf den Boden fallen lassen, wird sich der Skalk unaufhaltsam in unserer Welt ausbreiten. Nummer 28. Früher konnte man Papageien mit Keksen füttern, um sie zu zähmen. Aber heute kann man das nicht mehr tun. Tatsächlich sterben die Papageien, sobald wir ihnen heute einen Keks geben. Der Grund dafür ist, dass Papageien und viele andere Tiere auch keinen Zucker vertragen. Die Entwickler haben das berücksichtigt und die Kekse so verändert, dass sie für die Tiere tödlich sind. Nummer 29. Normalerweise leben Dorfbewohner und Eisengolems friedlich zusammen und greifen sich nicht gegenseitig an. Aber das können wir ändern. Dorfbewohner feiern, wenn sie eine Plünderung überlebt haben, indem sie Feuerwerkskörper zünden, die in der Luft explodieren. Wenn der Dorfbewohner unter Blöcken steht und Feuerwerkskörper zündet, kann es passieren, dass die Explosion direkt neben dem Golem stattfindet, der Schaden erleidet und dabei aggressiv wird. So kann es dann tatsächlich passieren, dass der Eisengolem den Dorfbewohner angreift, der ihn mit Feuerwerkskörpern getroffen hat. Nummer 30. Mit der Treue-Verzauberung können wir die Dreizacke verzaubern, die, wenn wir sie abschießen, immer zu uns zurückkommen und wieder in unserem Inventar landen. Was aber, wenn wir einen Dreizack wegschießen und unser Inventar mit Blöcken füllen, sodass der Dreizack nicht mehr ins Inventar passt? Nun, sobald der Dreizack zurückkommt, wird er uns um den Kopf kreisen, bis im Inventar wieder Platz frei ist. Sieht das nicht wirklich seltsam aus? Nummer 31. Hast du jemals den Endstein abgebaut? Sicher, oder? Aber hast du ihn dir schon einmal genauer angesehen? Es ist nämlich so, dass der Endstein die gleiche Textur hat wie der Bruchstein, nur in einer anderen Farbe. Die Minecraft-Entwickler waren da mal wieder ein bisschen faul, oder warum haben sie die gleiche Textur verwendet? Ist dir das schon mal aufgefallen? Nummer 32. Papageien können unser Leben retten, wenn wir sie zähmen. Ja, diese kleinen Tiere können uns tatsächlich am Leben erhalten. Und zwar können Papageien das Geräusch eines Creepers imitieren. Wenn wir also bemerken, dass unser Papagei plötzlich ein Creeper-Geräusch von sich gibt, sollten wir schnell weglaufen oder ihn töten. Wenn ihr also das nächste Mal im Dschungelbiom seid, nehmt unbedingt einen Papagei mit und bringt ihn in eure Basis. Nummer 33. Das Angreifen von Zombie-Piglins endet in der Regel schlecht, denn sobald wir einen getötet haben, kommen andere in der Nähe auf uns zu und versuchen uns umzubringen. Ein Trick, den viele dabei noch nicht kennen, ist, die Zombie-Piglins mit unserem Schwert so zu treffen, dass sie sofort sterben. Auf diese Weise können wir die Piglins mit nur einem Schlag besiegen und ziehen nicht die Aufmerksamkeit der anderen auf uns, so dass wir unbemerkt ganze Horden vernichten können. Nummer 34. Honigblöcke werden aus Honig hergestellt. Das ist logisch. Aber wusstest du, dass der Honig in den Blöcken auch von Bienen gegessen werden kann? Es dauert ein bisschen, bis die Bienen dorthin fliegen, aber es ist tatsächlich möglich, dass die Bienen den Honig in den Blöcken essen, indem sie hinfliegen und ihren Rüssel in den Block stecken. Nummer 35. Im Beobachtermodus kannst du langsamer oder schneller fliegen, indem du mit dem Mausrad scrollst. Um schnell zu fliegen, scrollst du vorwärts und um langsamer zu fliegen, scrollst du rückwärts. Das Coole daran ist, dass man so sehr schnell über die Karte fliegen kann. Dabei können Geschwindigkeiten von bis zu 87 Blöcken pro Sekunde erreicht werden. Oder wenn du langsam fliegen willst, so langsam, dass du dich fast nicht mehr bewegst. Wusstest du das schon? Ich nämlich noch nicht. Das ist mega praktisch. Nummer 36. Wenn du im Spiel stirbst, wird dein Punktestand auf dem Bildschirm angezeigt, basierend auf den Erfahrungspunkten, die du zum Zeitpunkt des Todes hattest. Aber was du nicht wusstest, wenn du mit einem Level von 21.863 oder höher stirbst, geht der Punktestand ins Negative. Hä? Wie funktioniert das denn? Nummer 37. Wenn du auf einem Server bist und deine Welt laggt, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem zu spielen. Du weißt vielleicht, dass es oft sehr viel länger dauert, etwas zu essen, wenn ein Server laggt. Das muss aber nicht so sein. Auch wenn die meisten Lebensmittel beim Verzehr laggen werden, gibt es etwas, das man immer essen kann. Cool.
Kuchen. Denn so wie der Kuchen funktioniert, kannst du ihn immer essen, egal wie der Server leckt, und die Hungerbalken damit füllen. Nummer 38. Es ist möglich, anhand der Fossile im Nether die Position der Festung in der Oberwelt zu bestimmen. Das klingt seltsam, aber es funktioniert tatsächlich. Wenn du ein Nether-Portal so platzierst, dass du im Seelensandtal herauskommst und dein Fossil im 00-Chunk findest, hast du Glück gehabt. Das liegt daran, dass man ein Nether-Portal in der Nähe der Fossile platzieren kann, um in den Chunk zu gelangen, in dem sich die Festung befindet. Nummer 39. Seegras findet man auf dem Grund des Wassers und ist eigentlich völlig nutzlos. Zumindest denken das viele. Doch es gibt etwas, das wir nur mit Seegras tun können. Die Vermehrung von Schildkröten. Wenn wir sie mit dem Gras anklicken, dauert es eine Weile, bis sie sich in den Boden eingraben, breiter werden und nach einiger Zeit ein Schildkrötenei auf den Boden droppen. Nummer 40. Die 4 Slots im Inventar, um schnell Dinge zu craften, können zum Lagern von Items verwendet werden. Normalerweise funktioniert das nicht und wenn wir sie in die Felder legen und das Inventar verlassen, werden die Gegenstände wieder aus den Feldern geworfen. Wenn wir in die Einstellungen gehen und den Touchscreen-Modus in den Mauseinstellungen aktivieren, können wir die Blöcke in die Felder legen, mit der Maus außerhalb des Inventars klicken, um das Inventar zu verlassen und die Blöcke bleiben tatsächlich in den Feldern. Auf diese Weise können wir die Crafting-Felder im Inventar für die Aufbewahrung unserer Gegenstände umfunktionieren. Nummer 41. Seelensand und Magma-Blöcke für Blasensäulen, die uns nach oben oder unten transportieren, gab es nicht immer im Spiel. Früher musste man sich etwas anderes einfallen lassen, was heute kaum noch jemand kennt. Denn es gibt Gegenstandsaufzüge, die Items nach oben befördern können. Das funktioniert mit einem Werfer, der mit einer Redstone-Endlosschleife verbunden ist, die die Gegenstände durch das Glas nach oben schleudert. Nummer 42. Wenn Dorfbewohner von Plünderern angegriffen werden, geschehen eine Reihe untypischer Dinge. Die Dorfbewohner laufen nämlich schnell vor den Angreifern weg. So schnell, dass sie schneller laufen können als wir. Außerdem fangen sie vor Angst an zu schwitzen und um ihre Köpfe bilden sich kleine Wassertropfen. Seltsam ist auch, dass die Plünderer die kleinen Dorfbewohner dabei verschonen. Nummer 43. Axolotl können angeleint werden und uns helfen, die Wächter im Wasser der Ozeanmonumente zu besiegen. Sie töten nicht nur diese Wächter, sondern entfernen auch den Abbaulähmungseffekt, den wir von den Wächtern bekommen haben. Und nicht nur das, die Axolotl geben uns sogar Regeneration, was es viel einfacher macht, das Ozeanmonument einzunehmen. Wenn ihr das nächste Mal also ein Ozeanmonument angreift, solltet ihr unbedingt ein Axolotl mitnehmen. Nummer 44. Es gibt einen Sound, den es nur in einer Version von Minecraft gab und der seitdem nie wieder in Minecraft zu hören war. In der Version 20W14 Infinite gibt es den Sound Awesome Intro, den man nur mit diesem Befehl ins Spiel bringen konnte. Drücken wir nun Enter, hören wir ihn. Der Mojang-Sound war zu hören, wenn man diese spezielle Minecraft-Version startete und das Mojang-Logo aufploppte. Nummer 45. Die Dornenverzauberung bewirkt, dass wir Schaden erleiden, wenn wir einen Gegner angreifen, der eine mit Dornen verzauberte Rüstung trägt. Diese Rüstung kann aber auch auf einem Rüstungsständer angelegt werden. Das Lustige daran ist, dass die Donnerrüstung uns auch hier Schaden zufügt und sogar töten kann, obwohl sie nur am Rüstungsständer angebracht ist. Au! So können wir sogar einen Dorfbewohner mit der Donnerverzauberung ausrüsten und von ihm Schaden erleiden. Dorfbewohner, die uns töten können. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Nummer 46. Normalerweise bauen wir Endportale, indem wir Rahmen des Endportals rundherum nach innen zeigen lassen und die Enderaugen auf genau dieselbe Weise platzieren, um das Portal zu erzeugen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das Portal zu bauen. Wenn du ein Endportal so baust, dass die Ost- und Westseite nach innen und die Nord- und Südseite nach außen zeigt, wird das Portal beim Einsetzen der Enderaugen neben dem Rahmen erzeugt, anstatt in ihn. Dieser Bug ist wirklich lustig und existiert auch heute noch im Spiel. Nummer 47. Iglos funktionieren ähnlich wie Dörfer. Wenn wir uns ihnen mit dem Unheilseffekt nähern, können wir eine Plünderung auslösen. Auf diese Weise wird unser Hauptdorf nicht angegriffen und die Plünderer werden nur versuchen, den Dorfbewohner unter dem Iglo zu erreichen. Nummer 48. Die Iglos verbergen allerdings ein weiteres Geheimnis. Sie wurden genau so gebaut, dass Zombie-Dorfbewohner schneller geheilt werden können. Was du wahrscheinlich nicht wusstest, ist, dass Eisengitter und Betten die Heilung der Zombie-Dorfbewohner beschleunigen und sie sich schneller in normale Dorfbewohner verwandeln als ohne die Gitter oder das Bett. Nummer 49. Wenn du eine Treppe bauen willst, aber zu wenig Blöcke hast, habe ich eine Lösung für dich. Anstatt eine normale Treppe nach oben zu bauen, kannst du eine Menge Ressourcen sparen, indem du Fackeln benutzt. Platziere die Fackeln auf dem Block, springe und platziere den Block an dem Block, auf dem die Fackel steht. Auf diese Weise wird der Block genau einen Block höher platziert. Dann platzieren wir eine weitere Fackel und wir
wiederholen den Vorgang immer wieder, bis wir oben sind. Und schon haben wir eine Treppe und sparen uns dabei sogar 50% der Rohstoffe. Nummer 50. Wenn wir einem gezähmten Wolf zusätzliche Energie und Regeneration geben, bewegt sich sein Schwanz im Kreis. Warum sie das tun, weiß ich nicht, aber sieht das nicht, lustig aus? Nummer 51. Um Mobs am schnellsten zu töten und die beste Chance zu haben, viele Gegenstände von ihnen zu bekommen, müssen wir die Tiere mit TNT töten. Dafür brauchen wir ein Schwert mit der Verzauberung Plünderung 3, das wir in die linke Hand nehmen, und einen Bogen mit Flamme. Sobald wir das TNT mit einem Pfeil treffen, wird die Explosion die Tiere töten und gleichzeitig werden viele Items fallen gelassen. Die Plünderungsverzauberung funktioniert nämlich auch dann, wenn wir einen Bogen verwenden. Dieser muss dabei nicht einmal die Tiere töten. Es reicht, wenn das TNT, das wir mit dem brennenden Pfeil entzünden, die Tiere beseitigt, um von der Verzauberung des Schwertes zu profitieren und mehr Drops zu erhalten. Das Wichtigste ist, dass man das Plünderungsschwert immer in der linken Hand hält. Nummer 52. Was du vielleicht noch nicht wusstest, ist, dass Zombies ihre Artgenossen rufen, um ihnen im Kampf zu helfen. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir spielen. Denn nicht nur Zombies, sondern auch Wüstenzombies, ertrunkene Zombies und Zombie-Piglins rufen ihre Artgenossen im Umkreis von 100 Blöcken herbei. Viele wissen das schon, aber es ist doch trotzdem erstaunlich, wie weit die Mobs zum Kampfplatz rennen. Nummer 53. Wusstest du, dass die Symbole im Zaubertisch eine Bedeutung haben? Die Schrift, die du dort siehst, gehört zum galaktischen Alphabet und wir können die Symbole mit dieser kleinen Hilfe sogar in Sätze übersetzen. Hättest du das gedacht oder hast du schon mal versucht, die Symbole im Zaubertisch zu entschlüsseln? Nummer 54. Der Riese gehört zu den ungenutzten Spielelementen und kann nur mit einem Befehl ins Spiel gebracht werden. Aber diese Mobs sind wirklich seltsam, denn sie bewegen sich nicht und stehen nur auf der Stelle. Und wenn wir Schienen unter sie legen und eine Lore unter sie schieben, dann setzen sie sich hinein, aber schweben weit über der Lore. Die sind wirklich seltsam. Nummer 55. Hast du jemals versucht, einen Kessel mit Lava ins Wasser zu stellen? Was glaubst du, was passiert? Na, lass es uns einfach ausprobieren. Wenn wir den Kessel ins Wasser stellen, können wir den Lava-Eimer hineinschütten, ohne dass die Lava verschwindet oder sich in Obsidian verwandelt. Stattdessen kann man einfach Lava ins Wasser schütten und sogar in den Kessel gehen, wodurch wir großen Schaden erleiden. Auch das gehört zu den Dingen, die überhaupt keinen Sinn machen. Denn Lava im Wasser, die uns sogar Schaden zufügt, wie soll das denn gehen? Nummer 56. Als nächstes stellen wir drei Loren ineinander und drücken den Knopf, damit die Antriebsschiene die Lore antreibt. Wie wir hier sehen können, kann die Lore auch dann fahren, wenn sich keine Schiene unter ihnen befindet. Sie fährt einfach auf den Blöcken. Selbst wenn einige Blöcke unter der Lore fehlen, kann sie den Weg leicht überqueren, ohne in den Lücken herunterzufallen. Nummer 57. Schildkrötenhelme können mit Hornschildern hergestellt werden, die man bekommt, wenn eine junge Schildkröte erwachsen wird. Dieser Helm schützt nicht wirklich gut, ist aber geeignet, wenn wir im Wasser sind. Denn so können wir tatsächlich länger im Wasser überleben. Die Frage ist nun, warum gibt es nicht einen kompletten Schildkrötenpanzer? Das wäre doch extrem cool. Tatsächlich gibt es das schon. Zumindest in den Spieldateien. Hier sind einige Codezeilen für die Schildkrötenrüstung. Aber leider existiert die Rüstung noch nicht im Spiel. Nummer 58. Eine Sache, die du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert hast, durch Blöcke zu sehen. Das ist möglich, wenn man ein Schwein sattelt und es mit einer Karottenrute so bewegt, dass es in einen 1,5 Block hohen Tunnel geht. Jetzt kann man teilweise durch die Blöcke sehen. Nummer 59. Hoglins haben Angst vor Wirrpilzen. Das wissen die meisten von euch schon. Aber wusstet ihr auch, dass sie Angst vor Seelenankern haben? Wenn wir ihn in die Nähe eines Hoglins bringen, läuft der vor ihm weg. Ebenso sind Nether-Portale für Hoglins sehr angsteinflößend. Nummer 60. Wenn du einen speziellen Spielerkopf eines Blocks oder Mobs brauchst, gibt es einen einfachen Befehl, um die speziellen Köpfe zu bekommen. Der Entwickler Mark hat viele Minecraft-Accounts mit verschiedenen Skins erstellt, die wir heute mit diesem Befehl nutzen können. Mit dem Präfix MHF und dem jeweiligen Block kann man zum Beispiel einen Schleimblock ins Spiel bringen, aber auch alle anderen Blöcke sind möglich, also auch ein Huhn, TNT oder dieses Fragezeichen hier. Hier ist eine Liste mit allen Befehlen, die du selbst ausprobieren kannst. Nummer 61. In den früheren Minecraft-Versionen wurden Boote zerstört, wenn man einen festen Block traf. Heute funktioniert das zum Glück nicht mehr wirklich, denn die Boote bleiben ganz. Aber es ist immer noch möglich, sie zu zerstören, wenn man sie von oben fallen lässt. Aber das wirklich Verrückte ist, dass die Entfernung zum Boden dabei keine Rolle spielt. Denn wenn wir ein Boot aus der maximalen Höhe fallen lassen, bleibt es ganz, während es zerstört wird, wenn es aus Höhe 12 auf den Boden fällt. Aber wenn es wiederum aus Höhe 14 oder 15 auf den Boden fällt, bleibt es ganz. Das ist wirklich seltsam. Warum ist das so?